Also wir müssen ein bisschen zackiger jetzt machen. Also wir brauchen Stein hier. Und ganz wichtig, wir brauchen das Eisen da drüben. Dann kriegen wir die Soldaten. Und dann glaube ich, dass wir eine deutlich bessere Chance haben. So, das heißt, wir müssen idealerweise an Tag 3 schon alles fertig haben. Und vor allem, ich muss hier unten gleich hin, weil ich brauche hier unten, das zweite Holzdingens. Ich brauche schneller Holz, aber ich muss schneller die Mauern bauen. Ich habe vorhin den Fehler auch gemacht, ich habe die Mauern zu spät gebaut. Ich habe mich da nicht... Ja klar, warum... Nein. Was bist du nur für Idioten? Macht halt den Zombie platt. Da schießen sie auf da hinten, aber nicht auf den Zombie, der direkt vor ihnen steht. So was Bescheuertes. So. So. Ich muss jetzt aufpassen. Attention. Building completed. So. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen langsamer. Das mit der Hütte ist halt dämlich. So. Attention. Building completed. So, 18 Nahrung obendrauf. The train has arrived at the station. Sehr gut. So, sollen wir schnell Holz und dann brauche ich hier die Arbeiter. Ich brauche auf jeden Fall schnell Holz, weil ich muss die Mauern bauen. Ich habe die Mauern vorhin zu langsam gebaut. Wir müssen das alles hier absichern. Damit wir jetzt nicht wieder so eine Überraschung kriegen wie gerade. Okay. Wenn ich nämlich das hier unten gesichert hätte, dann wären die nicht durch. Aber wie es halt so ist, hätte Fahrradkette. Building completed. So. This better be good. Great. Wir teilen es schon mal ganz grob auf, weil gleich ist Tag 3. Das heißt, dann kriegen wir zumindest ein bisschen was gesichert noch. Muss ich gleich wieder aufpassen. So. You are gonna pay me for this, right? Na klar, wir zahlen alles. So, 5 Stein. Attention. Building completed. So, kann ich die Kaserne eigentlich bauen? Wir brauchen Arbeiter. Okay, das ist kein Problem. Arbeiter. An Arbeitern soll es uns nicht mangeln. So. This better be good. Machen wir es mal so. Am Anfang kommen bloß die langsamen. Attention. Building completed. Das sollten wir hinkriegen. Ich brauche eh noch Ressourcen, also es muss erstmal hier fertig werden. Attention. Building completed. So, haben wir das. Attention. Dann kriegen wir jetzt gleich genügend davon. Jetzt brauchen wir Energie. Energie können wir sogar bauen, weil wir haben noch genügend Arbeiter. Perfekt. Wir brauchen bloß Geld dafür. Jawohl. Da 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 dam. Ta ta ti ta ti tam. Ich bin gespannt. Also ich lasse mich echt überraschen, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. So, da kommen sie schon. A new task. Da schaut's ganz gut aus. Zack, da kommt der Zugimek-Zug-Zug. Das heißt, gibt es ganz offen Leute oben drauf. Klack. Und hier einmal Energie. So. Gar keine Zeit verschwenden, sondern gleich hier platt machen.
Units under attack. So, es überleben sie aber. So, ich schicke nochmal runter, so kann er gleich mal hier anfangen. Dann muss ich nicht unbedingt warten, bis die da direkt da sind. Ach, da oben ist gar keiner, das ist ja toll. Nordost, ihr habt's gesehen. Danke, Jeremy. Ich schick den mal runter. So. Attention. Building completed. Das ist alles gar nicht so einfach hier. So, 15 Steine. Komm, gib mir die Kaserne, Junge. Give me the Kaserne! You are gonna pay me for so, hier time. Noch. Ist hier einer? What? Are you sure? Okay, das kann ich. Ich dachte, da ist einer. So, 20 Steine. Klack. So, Kaserne. So, West und Südwest wird das Zeit vermauern. Jawohl. Ich habe zum Glück genügend Sachen hier. Da ist ein Gegner zu einem Gebiet. Das machen wir jetzt mal eben hier klack. So. Machen wir die mal platt. So. You are gonna pay me for this, right? Ah, fuck. What? Okay. Nord. Ja, danke. Right between the eyes. Den krieg ich. Zack. You are gonna pay me for this, right? So. Blöde Frage, mal schauen, kann ich hier. Nein, kann ich hier. Okay, warum Holz? Ich glaube, ich mache es diesmal tatsächlich anders. Ich baue jetzt schon die Mauern. Und zwar so, dass wir trotzdem relativ safe sind. So, wir kriegen 29 Holz obendrauf. Das heißt, das ist schon mal nicht eine ganz gute Ausgangslage. Dann machen wir das so. So. Dann bauen wir nach hier unten aus und bauen das hier erstmal zu. Mit einer ganz kleinen Palisade einfach nur. Das muss nicht mal wirklich groß sein. Das muss nicht mal groß sein. Das muss einfach nur. Es muss zweckmäßig sein. Dass wir zumindest ein bisschen aufhalten, wenn die da gleich reinstürmen wie die Irren. Attention. Wir brauchen übrigens wieder Leute, sehe ich gerade. So. Ich habe einen Verdacht, wenn ich hier so ein Dingens hinbaue, dann müsste doch der die Range haben, dass er hier alles abdecken kann, oder? Ich bin mir nur rudimentär sicher. Es wäre geil, wenn du hier sehen würdest, was dann der Jäger da abdeckt. So, machen wir so, klack. Dann machen wir die gleich tot. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen. Geringfügig ein paar Infected around. Aber ganz rudimentär nur. Ist fast vernachlässigbar. Das war doof. Aber ich könnte es anders machen. So. You again. Straight to the heart. Gotcha. So, was sehen wir, ich jetzt ran tue? Toll. What's up? Reicht ganz knapp nicht. So. Aber das reicht von unten. Okay, so, da oben haben wir das. Sehr schön. So.
Dann Leute ausbilden. Klack, reparieren. Ich denke immer hier übrigens, da ist ein Feind, aber ist es dieses blöde Teil hier, beziehungsweise das Holzzeug, das Holzzeug, das Steinzeug da. Es nervt ein bisschen. Ganz rudimentär. Oder ganz minimal. So. 17 Holz. Dann machen wir hier. So. Kann das sein, dass du keine Benachrichtigung bekommst, wenn deine Mauer, wenn eine Mauer angegriffen wird? Man hat zumindest früher eine Benachrichtigung gekriegt. My bow and arrows are ready. So, ich baue den mal dahin, dann kriegen wir das ein bisschen. So, ich brauche da übrigens einen. Den bauen wir dahin, weil ich habe was vor. Ich habe eine. Oder anders, ich habe eine Idee. Building completed. So. Die schicken wir mal dahinter, weil da brauche ich auch welche. So. Also. Ah doch, jetzt gab es eine Nachricht. Oh oh. Stirb. Danke. Attention. Building completed. The train has arrived at the station. You are gonna pay me for this, so. Right? Aren't there other units to bother? Arrows are ready. Wo ist er denn? You again. Okay, let's do this. Ach, das sind gleich zwei gewesen, na, sehr schön. So. Das kann ich hier nicht bauen. Oh. Weil da oben blöder Zombie ist. Sehr schön. What do you want now? So. Yeah. Right between the eyes. Yes. Gut. So, ist jetzt nicht sonderlich hübsch. Aber wir haben es uns zumindest schon ein bisschen grob eingekesselt. So. Jetzt kesseln wir es hier noch ein. Ich will einfach nur mal ganz grob hier, achso. Ich habe die aus Versehen auf Dingens gestellt. So, ich will einfach ganz rudimentär. Ich schicke mal dahinter noch. Dass wir eine Mauer haben. Das reicht mir erstmal schon, weil dann können die schon mal nicht mehr ganz so schnell durchbrechen. Das heißt, wir können es besser abwehren. So. Ich würde eigentlich das hier natürlich gerne haben, aber das machen wir dann im zweiten Schritt. Oder kann ich hier... Es gibt eh bloß 5, ne? Passt auf, wir machen Folgendes. So, wir machen das so. Und hier eine kleine Mauer hin. Dann kriegen wir nämlich gleich das Eisen. Und dann können wir mit dem Eisen nämlich direkt Soldaten ausbilden. Und mit den Soldaten können wir ganz, ganz entspannt dann das Gebiet leerräumen. Die werden zwar angelockt durch die Schüsse, das ist mir bewusst, aber es ist nicht ganz so schlimm, wenn man komplett von Mauern umgeben ist. So. Ich versuche es diesmal wirklich besser zu machen. Ich nenne das erste einfach einen fehlgeschlagenen Probelauf. Was es durchaus war. So. Attention. Building completed. So, wenn wir jetzt gleich die Mauer... Ich hoffe, wir kriegen jetzt gleich so schnell wie möglich die Mauern da außen rum. Attention.
Dann müssen wir bloß gucken, dass ich hier irgendwie dann noch was rumkrieg. So, wir kriegen wieder Arbeiter, sehr gut. Attention. Building completed. So, ich will ehrlich gesagt nicht zu viel rumbauen, weil ich will mich auch nicht einbauen. Weil ich will, dass die hier noch so ein bisschen sich frei bewegen können. Das macht das dann für später alles ein bisschen einfacher. So, und ich brauche wieder Nahrung. Schön. Building completed. Gut gemacht, Hebi. Hast wieder deine Nahrungsquellen hier. Building completed. Attention. Building completed. What? So. Okay. Mir ist mich bewusst, dass das was ein Ding jetzt ist. Wir müssen hier noch ein bisschen das verstärken. Weil da brechen die total schnell durch sonst. Ist mir durchaus bewusst. So. Ach ja, die kosten einen Sack viel Geld, stimmt ja. Was ist ein Gegner zu nah im Gebiet? Was soll der Blödsinn? So. Verschwinde. Los! Danke. So. Okay, haben wir das. Das können wir wieder einschalten. Ja, schau, jetzt kommen mich die Schnellen hier. So. Das ist nämlich gerade das Problem, was ich vorhin hatte. Die haben mich nämlich vorhin weggeknallt, gekillt. So, und jetzt habe ich die Mauern aber überall rumgebaut. Das heißt, jetzt geht das einigermaßen. So, seid gegrüßt, Lord Raytracing. Hallo, Lazy Frosh. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. So, das ist halt noch der Weak Spot hier tatsächlich. Und ich kann hier auch keine Mauer außen rum bauen, das geht nicht. Und hier auch nicht, weil ich kann neben den Gleisen blöderweise nichts bauen. Warte mal, ich könnte bescheißen. Ich bescheiß einfach. Ich kann bescheißen. Geil. Ich baue einfach hier Mauern hin. Tore hin. Die halten auch ein bisschen was weg. Und hab den Vorteil, dann müssen die ja durchbrechen. So. Hat die neue Dachterrasse eigentlich Raytracing? Nee, hat sie nicht. Tatsächlich leider nicht. Habe ich schon ein wenig bemängelt. So. Das heißt, wenn die hier durchbrechen, müssen die erstmal das hier alles plattreißen. Also ich glaube, wir kriegen das hin. Ich bin sehr zuversichtlich. So, wir brauchen jetzt erstmal Nahrung. Das Problem ist, für Nahrung müssen wir expandieren. Oh, ich bin mega nervös. Nahrung haben wir 8. Wo müssen wir am besten hin? Wir müssten hier runter noch ein bisschen, weil hier ist unfassbar viel Grasland. Dafür brauche ich jetzt eine kleine Eingreiftruppe dann. Die das alles für mich erledigt. So, dann können wir hier mal Hütten bauen. Dann brauchen wir Energie, das ist kein Problem. Kann ich die hier irgendwo hinbauen? Die bauen wir dahin, die Energie. So. Was für eine Dachterrasse. Wir haben im Büro eine Dachterrasse, eine schöne. So. So, da kommt gleich wieder ein Schwall. Ich bin eigentlich viel mehr gespannt auf die erste Welle, die hier gleich kommt. Also ich bin sicher, dass es hier auch Wellen gibt.
Wir haben übrigens keine Nahrung. Das ist sehr gut. Da stehe ich richtig drauf, aber die Energie ist gleich fertig. Das heißt, wir können gegebenenfalls irgendwo hier so ganz rudimentär vielleicht eine Hütte hinflatschen. Nämlich hierhin. So. Wollt ihr nicht arbeiten oder macht ihr einen auf Telpetum? Naja, sollt ihr nicht arbeiten? Ja, machen wir doch. Man hockt sich auf die Dachterrasse mit dem Notebook und arbeitet da. Das ist wunderbar. Kann ich sehr empfehlen. So, ich bilde jetzt ein paar Truppen aus und mit den Truppen mache ich hier unten klar Schiff und baue das Gebiet langsam aus. Ich versuche es echt professionell zu machen diesmal. Und vor allem, wenn ich genügend Truppen habe, kann ich vielleicht auch schneller reagieren, wenn irgendwas krumm läuft. So, klack. Zack. My bow and arrows are ready. So, ich baue hier einen Turm rein, weil dann kommt hier eine Jägerin rein, die kann dann die ganzen Dinger kaputt machen. Jetzt wollen wir bloß noch, wenn wir genügend Nahrung haben, brauchen wir bloß noch einen... So, warte mal, kann ich hier unten... Nee, das mache ich noch, pass auf, das mache ich noch nicht da unten. Da schicke ich erst die Angreiftruppe runter. So. Da schicken wir jetzt kurz die Angreiftruppe runter. What? Weil, dann baue ich jetzt hier das Gebiet aus. So. Sehr schön. Dann können wir unten nämlich Nahrung bauen. So, hervorragend. Das sieht doch ganz gut aus. So. Das Geile ist, die machen nämlich deutlich mehr Damage. Hat aber den grandiosen Vorteil, dass wir die Zombies anlocken und dann schneller platt machen können auch. So, da kann ich nichts bauen, aber ich kann hier bauen. 15, so. So. So, ich schicke den Soldaten vor, das ist gar nicht mal schlecht. Das habe ich mal fertig gebaut. Junge! Okay, ist glaube ich eine blöde Idee gewesen, mit nur einem Soldaten runter zu marschieren. Ich gebe es zu, es war eine blöde Idee. Ich habe manchmal schon so geile Ideen. So. Also manchmal sind meine Ideen echt super, muss ich sagen. Ich bin manchmal so ein riesiger Schlaubi Schlumpf. So, die da oben ist Veteranin, sehr schön. So. Da unten sind ganz viele Schnelle. Und die machen das gerade ein bisschen schwerer. Aber nichtsdestotrotz, der hat 46% schon, okay. So, ansonsten schaut's ganz gut aus. Pass mal auf. Kann ich das irgendwo hinbauen? Ja, ich kann's hier hinbauen. So, Sägewerk. Dann völlig egal, ich baue jetzt Jägerinnen. Einfach nur, dass ich Leute krieg. Für Verteidigung und Angriff. So. Bis jetzt ist keiner gestorben. Von den Truppen. Das ist schon mal sehr gut. Weil wenn ich die Nahrung, wenn ich das da unten gesichert habe... Vor allem, guck mal, ich habe jetzt eine Veteranin drin. Die brauchen ewig, bis die durchbrechen. So. Also die brauchen ewig, bis die durchbrechen. Und ich habe jetzt hier noch vier Leute. Also wir kriegen das auf jeden Fall gesichert. Das war das, was mir vorhin das Genick gebrochen hat, wirklich. Weil ich nicht genügend Leute hatte. Und vor allem auch keine Mauern um die gesamte Basis rum. So, und das ist der Weak Spot hier. Und die machen wir jetzt auch gleich safe. Commander? All right.
So, klack. Reparieren. They are attacking the colony defenses. What? Okay, da habe ich aber eine Jägerin. Hervorragend. So. Und Gateway. So, jetzt ist die ganze Basis komplett außenrum gesichert. Die schicken wir da oben rein. So. Das heißt, wir haben zumindest Mauern. Das heißt, es bricht so schnell zumindest keiner mehr durch. Das heißt, wir haben zumindest ein paar Sekunden Zeit zu reagieren. Dann nehme ich die zwei. Schick die mit hier runter. So, dann können wir das unten jetzt langsam nicht reparieren. Und vor allem, wir können es langsam sichern. Zack, 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 zack. Der Soldat hat 76. Wenn der ein Veteran ist, dann wird es nochmal deutlich einfacher. So. Repair, dann kriegen wir das, die Hütte da. Ich brauche Soldaten auf jeden Fall. So. Lalalala. So, und schon schaut das Ganze deutlich besser aus. Ist schon viel gesünder so. Zack, 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 zack. Achso, ich habe übrigens eine Sache vergessen. So, Kaserne. Das Ding ist fertig. Wir brauchen die Hütte, braucht 350 Gold. Die bauen wir gleich aus. Nahrung haben wir jede Menge. So. Die schicken wir hier runter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob hier eine Welle kommt. Und ich gehe mal davon aus, da wir auf Apokalypse spielen, wird eine Welle hier nicht so viel Spaß machen. So. Ich ziehe mich mal ganz kurz ein bisschen zurück. So, okay, lasst mal diesen Soldier machen da unten, genau. Weil der hält das nämlich aus gerade. Der ist nämlich Veteran, das heißt, der hat eine bessere Verteidigung auch. Also, er hält es nicht endlos aus, klar, aber immerhin. So, er darf nur nicht sterben, das wäre ganz nett. Aber so läuft es ganz gut. So. Orders, sir. All the way. Do you need me? Das funktioniert ganz gut gerade. Reporting for duty. Is everything okay? Do you need me? At your service. So, ich bewege die jetzt mal erstmal nicht. Great idea, sir. So, dann schicken wir mal da runter. Geil, es funktioniert. Wir halten die Zombies auf. Juhu! Wir brauchen Arbeiter. So, passt auf. Dafür machen wir jetzt Folgendes. Wir erforschen das hier. Dann brauchen wir Arbeiter. Das machen wir, indem wir das hier hinbauen. Dann können wir das hier noch ein bisschen ausbauen. Ich will dir, wie gesagt, nicht alles komplett zubauen. Nahrung ist ein bisschen runtergegangen jetzt, klar, weil wir das Ganze jetzt ein bisschen eingekesselt haben. Aber, nichtsdestotrotz, wir können da unten, wenn das jetzt hier mal safe ist... Orders, sir. Any orders? Dann können wir da unten auf jeden Fall ein bisschen weiter ausbauen. So. Nahrung minus 2, sehr gut. Haben wir das langsam mal? Wie viele Zombies gibt es denn hier noch? Das ist ja schlimm. So, pass auf, hier machen wir mal Folgendes, weil es nervt mich jetzt. Ich baue jetzt hier eine Mauer außenrum.
Niemand hat für eine Mauer zu bauen. Außer ich. So. Sehr schön. So, ist das schon mal safe. Dann haben wir da unten jede Menge Holz und so weiter. Das passt. Zack. Dann können wir hier jetzt ein Tor bauen. Und wir bauen hier ein Tor. So. The walls are under attack. At your service.